Ob mit oder ohne Fibromyalgie, du bist bestimmt schon mal über Omega-3 gestolpert und vielleicht hast du auch schon mal was genommen, vielleicht hast du einen Effekt gespürt dabei, vielleicht aber auch nicht, dann bleib unbedingt dran. Denn ich habe mich mal wieder mit den Omega-3-Fettsäuren beschäftigt und möchte dir in diesem Video zeigen, warum Omega-3 wirklich wichtig ist, auch mit Fibromyalgie und worauf man achten muss oder wie man da am besten vorgeht. Ich hoffe, dass du zum Ende des Videos für dich einen neuen Input findest und ja, sei dabei, gleich geht's los. Hallo, mein Online-Name ist Barbara auf der Heide. Ich habe Fibromyalgie und veröffentliche hier jeden Freitag ein Video zu diesem Thema und zu vielen anderen Themen. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch eben auf den rechtlichen Hinweis in der Videobeschreibung aufmerksam machen. Heute geht es mal wieder um das Omega-3. Braucht man das bei Fibromyalgie oder ist das egal oder kann es helfen? Wie sieht das damit aus? Ich gehe wieder durch drei Punkte. Im ersten Punkt möchte ich dir zeigen, dass es sich bei Omega-3 um ein wirklich uraltes Nahrungsergänzungsmittel handelt, was von vielen Menschen schon seit Jahrhunderten genommen wird. Im zweiten Punkt gehe ich darauf ein, hat das Ganze denn nun einen Nutzen bei Fibromyalgie? Und im dritten Punkt stelle ich dir die Fettsäureanalyse vor, beziehungsweise zeige ich dir, wie man da am besten vorgeht. Ja, zum ersten Punkt. Was Omega-3 genau ist, was alles dazugehört, da gehe ich in diesem Video drauf ein. Das kann man gar nicht immer alles so komplett erzählen. Das sprengt den Rahmen. Deshalb informiere dich gerne hier in diesem Video darüber, wenn du darüber mehr wissen möchtest. Ansonsten kürze ich das jetzt hier ab. Es kommt beim Omega-3 auf das Verhältnis an zwischen Omega-6 und Omega-3. Und ich blende das hier gerade ein. Omega-6 gilt als entzündungsfördernd, ist eine entzündungsfördernde Fettsäure, die auch wichtig ist, die wir auch brauchen. Omega-3 ist entzündungshemmend. Beide sind essentiell. Das bedeutet, der Körper kann sie nicht selbst herstellen und ist darauf angewiesen, dass er sie über die Nahrung zugeführt bekommt oder wie auch immer zugeführt bekommt. Das Problem ist halt, wie ich schon sagte, es kommt auf dieses Verhältnis an. Und das Problem ist, dass viele Menschen in einer Schieflage sind, und zwar zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3. Das ist nicht nur bei Menschen mit Fibromyalgie so, das ist generell so. Und ich habe neulich mal ein Video gesehen von Professor Jörg Spitz. Da ging es auch um Omega-3, verlinke ich hier. Sehr zu empfehlen, wenn man sich über das Thema einfach mal mehr informieren möchte. Und da hat er Zahlen genannt, und zwar über das Omega-6 zu 3 Verhältnis. In der Steinzeit lag das nach seiner Auskunft bei 1 zu 1. Bei den Inui lag es bei 0,8 zu 1 sogar, also noch niedriger. Und bis 1960 lag es bei 2 zu 1 und heute liegt es bei 15 zu 1 und mehr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Verhältnis von 5 zu 1 oder darunter eben. Und ja, es ist schon, wenn man das so sieht, was wir da heute für ein Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 haben, dann ja, ahnt man schon so ein bisschen, dass das nicht so ganz richtig sein kann. Und diese Schieflage, die entsteht aus mehreren Gründen, hat ganz viel natürlich mit der Ernährung zu tun. Letztendlich essen wir zu viel Omega-6. Es lässt einfach diesen Anteil sehr hoch steigen. Das machen wir über Fleisch aus Massentierhaltung, über Milchprodukte und vor allem auch über Omega-6-reiche Fette. Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl und vieles mehr. Das sind alles. Früher hat man einfach gedacht, ungesättigte Fettsäuren sind gut, aber heute differenziert man da. Es sind ja beides ungesättigte Fettsäuren, Omega-6 und Omega-3, aber es ist eben noch was anderes. Und diese Fette, die ich eben aufgelistet habe und auch noch weitere, sind halt sehr Omega-6-lastig und die stehen in jeder Küche, habe ich früher auch gehabt. Das trägt dazu bei. Und im Gegensatz dazu nehmen wir zu wenig Omega-3 zu uns. Es gibt pflanzliches und tierisches Omega-3. Wir brauchen beides. Und das Tierische kommt oft zu kurz. Da gehe ich auch in dem Video drauf ein, auf das ich am Anfang verlinkt habe. Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben also deshalb eine Schieflage. Zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3. Und ja, ich möchte mit diesem Punkt ja eigentlich darauf hinaus, das ist jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Vorläufer erklärend gewesen. Mir geht es darum, einmal deutlich zu machen, dass Omega-3 keine Modeerscheinung ist, sondern dass es ein uraltes Nahrungsergänzungsmittel ist. Es wird schon seit Jahrhunderten ergänzend eingenommen und zwar in Form von Lebertran.
Wikipedia schreibt dazu zum Beispiel, Lebertran wurde schon von den Wikingern, Norwegern, Eskimos, Lappländern und Grönländern als Stärkungsmittel verwendet. Später, im 18. Jahrhundert, wurde es dann zur Behandlung von, oder der Lebertran wurde eher zur Behandlung von Nachtblindheit, Rheumatismus und Rachitis empfohlen. Ja, und Lebertran enthält unter anderem Omega-3, aber auch Vitamin A und Vitamin D. Und soweit ich das weiß, soweit ich das verstanden habe, und korrigiert mich da gern, weil ich bin ja, ne, wo, ich kann ja nicht alles wissen, soweit ich das weiß, ist der Lebertran so aus dem, aus der Anwendung verschwunden, weil es dann, weil es bei übermäßigem Verzehr eben zu viel Vitamin A wurde und das dann eben zu Problemen führte. Und wurde dann eben irgendwann nicht mehr genutzt. Also mein Vater, die Großeltern, die haben alle Lebertran genommen. Das war seit Kindheit so üblich. Es war auch wichtig für die, als Prophylaxe für die Rachitis. Und ja, irgendwann hat man es nicht mehr genommen wegen der Gefahr durch zu viel Omega, durch zu viel Vitamin A. Aber damit wurden eben auch die anderen Nährstoffe gestrichen. Und zwar ersatzlos, die da enthalten sind, nämlich Omega-3 und Vitamin D. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geforscht. Ich habe ein alte historische Bücher gefunden und da möchte ich jetzt noch mal aus zwei Büchern Auszüge hier präsentieren. Das erste Buch ist aus 1908. Das heißt Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik und dort steht auf Seite 354, dass im Jahr 1823 ein Ferdinand Wurzer die ersten wissenschaftliche Untersuchung des Lebertrans gemacht hat, nachdem er in Skandinavien schon lange als Volksheilmittel gedient hat, also nicht der Herr, sondern der Lebertran. Und das war 1823 und da steht halt, dass es schon lange als Volksheilmittel gedient hat. Da sieht man mal, was das für eine Historie ist. Und dann steht halt noch 1785 zuerst durch englische Ärzte angewandt und 1822 vom Hofrat Scherer in Siegen auf dem Kontinent eingeführt. Ja, das ist schon, da war ich doch überrascht, dass es, also Lebertran okay, aber wenn man mit dem Blick darauf, dass das Omega-3 enthält, ist es doch, ja, hat mich das irgendwie beeindruckt und wollte das gerne mal weitergeben an euch. Und ich habe noch ein zweites historisches Buch gefunden, das ist sogar noch älter. Das ist aus dem Jahr 1840. Und das heißt, die neueren Arzneimittel, der Titel ist noch ein bisschen länger, ich blende das ja alles ein oder du findest die Quelle der Bücher auch unten in der Videobeschreibung. Und dort steht unter historische Notizen, ich lese nur den ersten Satz vor, der Lebertran ist schon seit langer Zeit ein sehr gebräuchliches Volksmittel, vorzüglich gegen gichtische und rheumatische Leiden. Das wollte ich einfach mal deutlich machen, dass also in dieser Zeit, das ist ja 19. Jahrhundert gewesen, war Lebertran ein, also wurde für viele, ich hab in den Büchern auch mal weitergeschaut, habe mir auch noch andere Bücher angeschaut, wurde für viele Erkrankungen erfolgreich verwendet, aber eben auch, hier steht es ganz direkt, im Zusammenhang mit Gicht und Rheuma wurde das eben auch erfolgreich eingesetzt und das sage ich jetzt einfach mit Blick auf die Fibromyalgie, denn diesen Begriff Fibromyalgie gab es zu dieser Zeit nicht. Ich denke, dass das eben auch zum Rheuma gezählt hat. Wobei natürlich man sagen muss, Rheuma ist natürlich nochmal was anderes. Das ist schon richtig. Man kann das nicht einfach gleichsetzen. Das ist schon richtig. Da muss man auch korrekt bleiben. Aber trotzdem, also ich wollte es einfach mal deutlich machen. Es ist keine Modeerscheinung, sondern es ist etwas, was seit Jahrhunderten genommen wird, aber wir irgendwann aus der Ernährung verbannt haben. Ja, ich weiß nicht, wann ist das passiert? In den 60er Jahren? Ich habe keine Ahnung, darüber konnte ich irgendwie nichts rausfinden. Es war früher üblich, dass man jeden Tag so einen Löffel Lebertran genommen hat und bei bestimmten Erkrankungen hat man eben davon auch mehr genommen. Und das war halt dann wahrscheinlich mit dem Vitamin A das Problem. Ja, nun zum zweiten Punkt, das Omega-3. Bringt das denn nun überhaupt irgendwas bei Fibromyalgie? Das ist ja die Frage. Eins ist klar. Ein Mangel an Omega-3 ist nicht ursächlich für die Fibromyalgie, das will ich auch nicht sagen. Aber ich hatte eben am Anfang ja schon gesagt, Omega-3 ist ein essentieller Nährstoff. Der Körper ist darauf angewiesen, dass das irgendwie zugeführt bekommt. Und da gibt es ja auch noch andere Nährstoffe, die dazugehören, Vitamine, Mineralstoffe und vieles weiteres. Selbst das Wasser gehört ja, glaube ich, meines Wissens dazu. Also die Frage ist halt, wenn essentielle Nährstoffe fehlen,
dann ist es doch klar, das kann sowohl bei Menschen mit als auch ohne Fibromyalgie zu Folgen führen, zu Symptomen führen und natürlich auch bei Menschen mit Fibromyalgie. Ein zu viel an Omega-6 fördert entzündliche und allergische Erkrankungen und die haben nicht unbedingt was mit Fibromyalgie zu tun, aber die können zu zusätzlichen Symptomen führen und vielleicht gibt es da auch überschneidende Symptome, denn Entzündungsprozesse sind ja zum Beispiel auch an der Entstehung von Autoimmunerkrankungen beteiligt und viele Menschen mit Fibromyalgie haben ja auch zusätzlich Autoimmunerkrankungen und da hat möglicherweise das Omega-3 ja auch seinen Anteil daran. Das weiß man ja heute alles noch gar nicht. Ja, und vielleicht erlebst du es auch so, wie ich es früher erlebt habe, dass sich die Fibromyalgie anfühlt, als sei der Körper entzündet. Bei mir war es vor allem der Rücken, der sich so angefühlt hat. Ich hatte das immer, wenn ich im emotionalen Stress war, wenn ich ja in einem Konflikt mit jemandem war, wenn mir irgendwas vorgeworfen wurde oder so, dann habe ich hat es nicht lange gedauert, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann fühlte sich mein, also erstmal bin ich total runtergefahren, energetisch, das hat mich völlig fertig gemacht, solche Konfliktsituationen halt. Und ich habe dann einfach eine riesige Entzündung, also der ganze Rücken fühlte sich wie entzündet an, von oben bis unten, wirklich von oben bis unten, so richtig ganzes Quadrat. Und das hat natürlich auch, ich weiß gar nicht, das hat manchmal sogar ein paar Tage angehalten. Und das ist nicht mehr, das habe ich nicht mehr und das habe ich erreicht durch Omega-3. Ich habe nicht mehr dieses Entzündungsgefühl und das ist eine unglaubliche Erleichterung auch, dass das einfach weg ist. Deshalb habe ich aber trotzdem noch Fibromyalgie und ich hoffe, dass ich deutlich machen kann, was ich damit sagen will. Also auch Omega-3 ist jetzt nicht das Wundermittel gegen Fibromyalgie, aber das muss stimmen. Das ist einfach wichtig, um eine zusätzliche Belastung da irgendwie ja, auszuschließen, zu entfernen, um einfach das so gut wie möglich eben vorzugehen. Und ich kann bei mir auch selbst nur sehr schwer sagen, was denn so vom allgemeinen Wohlbefinden, ja, wie hoch der Anteil vom Omega-3 ist an meinem allgemeinen Wohlbefinden, das ich ja nun schon seit längerem habe. Also ich bin auch nach wie vor, fühle ich mich nicht gesund. Aber ich war auch eben sehr krank und ich bin da unter anderem eben auch dadurch rausgekommen. Ich sage das ja auch immer wieder, dass das bei mir verschiedene Dinge sind, wie so ein Rad, die irgendwie oder wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und Omega-3 ist eben eins davon. Und wie viel Auswirkung das auf meinen allgemeinen Zustand hat, das kann ich gar nicht so sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich kaum noch krank bin, also zusätzlich zur Fibromyalgie, also so diese akuten Erkrankungen, Grippe, Erkältung, Schnupfen, Herpes, all das, was ich sonst eben hatte oder Fieber oder so habe, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Fieber hatte vor ein paar Jahren. Das ist komplett weg. Und das habe ich erreicht mit Omega-3 und wie ich das gemacht habe, da gehe ich jetzt in Punkt 3 drauf ein. Ich habe dafür meine Fettsäuren analysieren lassen. Das kann man machen. Das ist so ein Testkit für zu Hause. Das habe ich von Omega Matrix. Da ist alles dabei. Man sticht sich mit einer Lanzette in den Finger, gibt ein paar Tropfen Blut auf ein Trägerpapier und dann gibt es da noch einen Umschlag, einen beiliegenden, der ist frankiert und schickt man das dahin. Und eine Woche später hat man dann, ungefähr eine Woche später, hat man dann das Ergebnis. Und da werden 26 Fettsäuren analysiert. Und das entspricht knapp 100%, ich glaube 99% aller Fettsäuren, die man im Körper hat. Und da geht es unter anderem um das Verhältnis von Omega-6 zu 3. Genau das wird gemessen. Es geht um den Omega-3-Index. Das bedeutet, da wird gemessen, wie hoch ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu allen Fettsäuren. Und das ist auch wichtig. Das ist, ja, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und dann wird auch der Transfettanteil gemessen und noch weitere Dinge. Aber das sind so die drei aussagekräftigsten Marker, die da gemessen werden. Und ich habe das gemacht. Und zwar war das schon im Jahr 2018. Da habe ich gedacht, naja, so wie ich mich ernähre, so gesund, da bin ich bestimmt super mit meinen Werten. Und das war aber nicht so. Ich zeige dir mal das Ergebnis. Da hatte ich mein Omega-6 zu 3-Verhältnis war rot. Das lag bei 6,69 zu 1 und wie gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt unter 5, da lag ich also auf jeden Fall drüber. Und der Omega-3-Index, der war orange, also der Anteil an Omega-3-Fettsäuren zum Rest der Fettsäuren, der lag bei mir bei 6,52, das ist zu wenig.
Der muss höher liegen, der soll mindestens 8 betragen. Der Transfettanteil, der war bei mir in Ordnung, der war grün. Ja, ich habe dann Omega-3 in einer therapeutischen Dosis zu mir genommen und habe dann im Jahr 2019 nochmal einen Test gemacht. Und den zeige ich hier jetzt im Vergleich. Da lag mein Omega-6-zu-3-Verhältnis im orangen Bereich bei 3,8. Und es ist halt deshalb nicht grün, weil, weil dieses Labor eben empfiehlt 3:1 oder besser noch 2:1 oder sogar 1:1. Das ist halt so der Richtwert. Ich gehe davon aus, dass ich inzwischen grün bin, weil ich einfach noch weiter supplementiert habe in einer therapeutischen Dosis, eine Weile jedenfalls. Und auch mein Omega-3-Anteil, Index, Omega-3-Index heißt es ja, ist dann in Ordnung gewesen. Da lag ich dann über 8, da war ich bei 9,4 und Transfett ist nach wie vor gut. Das habe ich alles im Jahr 2018, 2019 erledigt und bin seitdem auf meiner Bedarfsdosis, das heißt, ich nehme täglich Omega-3 ein. Es ist ein essentieller Stoff, den ich nicht über die Nahrung gedeckt kriege, weil, es geht hier auch natürlich, das muss man noch sagen, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, es geht um unterschiedliche Omega-3-Fettsäuren. Und es geht um die pflanzlichen und um die tierischen. Und die pflanzlichen waren zumindest bei mir okay. Das ist die ALA. Aber die tierischen Omega-3, die sind meistens im Mangel und das kriegt man natürlich über den Fisch geregelt. Aber heute kann man auch nicht mehr so unbedenklich Fisch essen, wie das früher der Fall war. Und jetzt bin ich in einem guten Verhältnis und vielleicht würde ich das halten können, wenn ich ein- oder zweimal in der Woche Fisch esse, aber das mache ich nicht. Ich esse bewusst nicht so viel Fisch, obwohl ich ihn eigentlich sehr gerne esse, weil man sich da gleich wieder die Schwermetalle mit reinholt. Und ich bin halt schon krank, ich habe schon einen kranken Körper und muss das nicht noch zusätzlich belasten. Also habe ich mich entschieden, Omega-3 zu supplementieren. Nun hoffe ich, dass du bis hierhin schon mal so ein bisschen vielleicht neuen Input für dich bekommen hast. Nun kommt sozusagen der kommerzielle Teil dieser ganzen Geschichte. Ich bin inzwischen ausgebildete Omega-3-Fettsäureberaterin. So bin ich ja auch überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen. Und du kannst bei mir eine Fettsäureberatung buchen. Die beinhaltet natürlich dieses ganze Testkit, auch die Laboruntersuchung, die ist damit eingeschlossen, das wird damit gedeckt. Ich sende dir so ein Testkit zu, du sendest dann diesen vorfrankierten Briefumschlag an das Labor Omega-Matrix und dann vereinbaren wir einen Termin circa eine Woche später, wenn ich dann die Ergebnisse vorliegen habe, besprechen wir das Ganze und auch das Ergebnis natürlich und auch, wie man denn da nun optimieren kann, wie man da am besten vorgeht. Wenn dich das interessiert, dann schau dich auf meinem Angebot auf meiner Webseite um, da kommst du hier hin. Und ich verwende übrigens das Fischöl von Norsan. Ich bin ein großer Fan von den Produkten von Norsan. Mit Guay darf man da nicht alles nehmen, da ist zum Teil Rosmarinextrakt enthalten, aber vieles geht. Und das Tolle bei diesem Produkt ist, dieses Öl stammt aus Wildfang. Es ist aus nachhaltiger Fischerei, man muss nicht aufstoßen, es ist ein erträglicher Geschmack. Und es hat noch weitere Vorteile. Es ist in Öl gebunden. Da ist wirklich dieser Löffel Öl ist wichtig, weil Omega-3 halt auch fettlöslich ist. Und wenn man das so trocken in Kapseln nimmt, dann wird das halt nicht alles aufgenommen. Es ist fettlöslich. Es muss in Fett aufgelöst werden. Und viele essen fettarm. Und es ist immer gut, diesen Löffel Öl dazu zu geben. Abgesehen davon kommt es ja auch auf eine bestimmte Menge an. Also wenn man einen guten Level hat und möchte den erhalten, dann braucht man pro Tag, so jedenfalls die Angaben der Experten, braucht man pro Tag 2000 Milligramm. Da ist es, kann das schwierig sein, das mit Kapseln zu erreichen. Also wenn du Kapseln hast, Omega-3, dann schau mal nach, wie viel Omega-3 ist da enthalten und vor allem auch, welche Omega-3-Fettsäuren sind da enthalten. Also es geht hauptsächlich um EPA und DHA, vor allem EPA sollte einen hohen Anteil haben. Je nach Symptomlage geht es darum, was sollte mehr haben. Aber in Bezug auf Fibromyalgie denke ich, ja, ist beides gut. Und das sollten eben 2000 Milligramm sein. Und da kann man schon mal, wenn man, je nachdem, welche Kapseln man hat, da können das schon mal 12 bis 15 Kapseln werden, die man da am Tag braucht. Und wenn man die wirklich nehmen würde, dann muss man das mal vergleichen, was man dafür dann ausgibt, mit diesem Produkt von Norsan. Ich weiß, dieses Norsan-Produkt ist teuer, das stimmt, es kostet wirklich viel Geld, aber es ist etwas, wofür ich wirklich Geld ausgebe und nicht nur das Norsan-Fettöl,
oder Fischöl, sondern ich gebe allgemein wirklich Geld für Fette aus. Ich achte auf gute Qualität, ja, und gebe lieber dafür ein bisschen mehr Geld aus und fahre tatsächlich dafür weniger im Urlaub. Vielleicht kann man das so sagen. Das ist doch, bei mir kann man das, glaube ich, wirklich so sagen. Zusammengefasst bedeutet das, ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zu komprimiert, nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Omega-3 ist ein essentieller Nährstoff, den wir brauchen. Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ist bei vielen Menschen in einer Schieflage. Es ist keine Modeerscheinung, es wurde seit Jahrhunderten supplementiert, dann irgendwann ersatzlos gestrichen, aber es ist total wichtig. Ich hoffe, das hat dir hier wieder ein bisschen was gebracht. Gib mir gerne mal eine Rückmeldung und wenn du nächste Woche wieder dabei sein möchtest, dann abonniere vielleicht mal meinen Kanal. Dann musst du hier auf die Glocke klicken. Achte darauf, dass sie gefüllt ist, denn dann bekommst du eine Nachricht von YouTube. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Mach's gut.